Ja, danke schön, Josephine. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe eine Entdeckung gemacht. Im Landtag, da gibt es Gremlins. Kennt ihr die? Das sind so kleine Fellbüschelchen, gucken einen mit ganz großen Augen an. Ja, und im Landtag sind die schwarz-gelb, gucken einen mit Bambi-Augen an und fordern uns auf, endlich die Energiewende in NRW voranzubringen. Und sie sagen sogar, wir würden an vielen Stellen Windparks und andere erneuerbare Energien verhindern. Und die Gremlins, die haben nämlich an sich, wenn man sie falsch füttert, dann werden die zu Monstern. Dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Und werden die schwarz-gelben Gremlins gefüttert mit den feinen Lügen der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Dann zeigt sich, dass die schnelle 180-Grad-Wende nach dem tragischen Unglück von Fukushima für viele in der CDU und der FDP viel zu schnell war. Sie zeigen das nämlich damit, sie behaupten im Landtag, dass die Investitionssicherheit für die Industrie in Nordrhein-Westfalen davon abhängen würde, ob aus einer Bauruine noch irgendwann mal ein Kraftwerk wird. Sie fordern noch mehr Markt für erneuerbare Energien, und deren Konsequenz ist auf der anderen Seite dann zu sagen, und deshalb braucht man das planwirtschaftliche Instrument par excellence, die Quote für erneuerbare Energien. Und wenn wir dann hier mit technischem, marktwirtschaftlichem und sozialem Verständnis fordern, dass wir im Kohleland Nordrhein-Westfalen auf erneuerbare Energien umsteigen, wenn wir in wenigen Wochen im Landtag das erste Klimaschutzgesetz Deutschlands verabschieden, wenn der Klimaschutzplan von Johannes initiiert, der alle mitnimmt, hier auf den Weg gebracht wird, wenn wir versuchen, Energiearmut zu verhindern, dann werfen uns diese schwarz-gelben Gremlins vor, wir wären von Ideologie getrieben. Dabei sind es diejenigen, die das hohe Lied der Kohle singen, die Sicherheit der AKWs immer noch beschwören und behaupten, die erneuerbaren Energien wären an den Preissteigerungen schuld. Das sind diejenigen, die ihre ideologischen Schützengräben endlich verlassen müssen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich will es jetzt an dieser Stelle nicht zu lang machen, weil viele vor mir schon viele richtige, wichtige Dinge gesagt haben. Deswegen möchte ich ganz zum Schluss einfach nur eine gute Nachricht mitbringen. Denn wenn Sonnenlicht auf die Gremlin-Monster trifft, dann können die gar nicht mehr überleben. Sie sterben. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns gemeinsam weiter mehr Sonne und mehr Wind in dieses Land bringen, damit die schwarz-gelben Gremlins wie in NRW auch endlich im Bund nicht länger die Energiewende torpedieren können. Und dafür kämpfen wir jetzt und im nächsten Jahr. Ganz herzlichen Dank.